Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was ich schon sehr, sehr lange mit euch besprechen wollte. Und zwar ist es das Thema Fit im Van. Sportlich sein, Sport machen, wenn man unterwegs ist. Denn das kommt vielleicht hier und da so ein bisschen zu kurz, obwohl es gar nicht sein muss. Natürlich ist es nicht nur wichtig für Leute, die Vanlife betreiben, sondern spricht auch alle anderen an, die vielleicht Berufsfahrer sind, wie Fernfahrer oder, weiß ich nicht, Paketzusteller, die sehr viel im Sitzen arbeiten oder auch im Office sehr viel im Sitzen arbeiten. Für euch kann das Video genauso interessant sein. Also einfach mal dranbleiben und schauen, vielleicht ist für euch was dabei. Beim Sport, da scheiden sich ja meistens so die Geister. Viele Leute wollen Sport machen, aber nur wenige können sich aufraffen, nur wenige ziehen es wirklich durch und es liegt oft daran, dass irgendwas in deren Vorstellung nicht passt. Wirklich passen ist immer so eine Sache. Ich bin der Meinung, viele sind halt immer so Ausreden, Sachen, die davor geschoben werden. Man ist müde, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, man will ein bisschen entspannen und oder man hat kein Geld, um sich ins Fitnesscenter zu gehen oder man hat nicht so viel Geld, um sich Dinge kaufen zu können, um was zu Hause zu machen. Es gibt sehr, sehr viele Ausreden, sage ich mal immer, um dem Schweinehund so ein bisschen die Schuld in die Schuhe zu schieben, aber das muss nicht sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, sportlich zu bleiben, fit zu bleiben, wenn man unterwegs ist. Und ich möchte dir heute einfach 10 Dinge aufzeigen, die du machen kannst und die sehr, sehr einfach sind und in der Regel auch nicht viel Geld bzw. gar kein Geld kosten. Punkt Nummer 1 sind zum Beispiel die ganz einfachen Basics. Grundsportarten, die jeder von euch kennt, Liegestütze. Lässt sich wirklich überall machen. Man braucht nicht viel Platz. Habe ich schon hier im Auto gemacht. Wirklich Füße hinten auf dem Tisch, Hände aufs Bett und fertig. Squats, also Kniebeuge. Auch ganz einfach. Lässt sich ebenfalls irgendwo überall machen. Ausfallschritte, Crunches, Sit-Ups. Also wirklich alles, so diese einfachsten Dinge, wo man echt nichts braucht. Ich muss nicht wirklich viel aufbauen. Ich brauche nicht viel Raum, um es durchzuführen. Und in der Regel brauche ich auch nicht wirklich viel Zeit. Also die Sachen kann man locker in 10, 15 Minuten jeden Tag abarbeiten. Und ich glaube, die Zeit, die hat eigentlich jeder. Selbst wenn ich auf dem Rastplatz stehe und irgendwo eine Pause habe, kann ich das einbauen. Ganz einfache Nummer. Punkt Nummer 2, Möglichkeit Nummer 2 zum Sport machen, sind für Leute, die denken, ja, aber ich hätte halt gerne so ein bisschen Gewichte, aber Fitnesscenter geht halt nicht, wenn ich im Van bin. Ginge schon, man kann sich ja eine Karte holen für Ketten, die es überall in Deutschland zum Beispiel gibt. Aber das lassen wir mal außen vor. Man könnte sich eine Kurzhantel in den Van packen, wäre auch eine Möglichkeit. Muss man aber auch gar nicht. Eine ganz einfache Möglichkeit, Gewicht mit dazu zu nehmen bei den Aufgaben, sind zum Beispiel ganz einfach und simpel Wasserflaschen. Jeder hat Wasserflaschen im Auto, ganz egal, ob es 1,5 Liter sind. Oder ob ich hier diese großen Flaschen habe, 5 Liter, somit lässt sich natürlich dann das Gewicht steigern und variieren. Ich kann hier nur die Hälfte reinmachen, dann bin ich bei 2,5 Liter, nämlich 2 habe ich rechts und links und kann damit wirklich so viele Aufgaben machen und einfach noch meine Übungen ein bisschen in der Intensität steigern, sodass ich natürlich auch mehr Reize setze und dementsprechend auch da wieder vorankomme. Also das ist keine Ausrede, eine Flasche Wasser hat man immer im Van und kann man durchziehen. Möglichkeit Nummer 3 sind sogenannte Kalisthenik-Parks. Die sprießen mittlerweile überall in den Städten so wie Unkraut aus dem Boden, kann man fast sagen. Und Kalisthenics, falls ihr das nicht wisst, das ist Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Also auch die anderen Sachen, die ich schon vorgestellt habe, zählen mit zu dieser Kategorie. Aber in den Parks dann hat man dann nochmal andere Möglichkeiten, um sein sportlicheres Repertoire so ein bisschen auszubauen. Man kann Klimmzüge machen, weil man die bestimmten Geräte, die man dafür braucht, beziehungsweise eine Stange, man könnte sich auch an den Ast hängen, einfach in diesen Parks hat. Man hat Möglichkeiten, Dips zu machen. Man hat so viele unterschiedliche Varianten, um den Sport quasi noch so ein bisschen auf ein höheres Level zu bringen, um sich noch ein bisschen mehr zu pushen und zu fordern. Und die Parks sind halt wirklich immer alle unterschiedlich. Schaut einfach ganz einfach bei euch mal in der Stadt rum oder in der Umgebung. Gebt das mal bei Google ein oder sowas. Und ich bin mir sicher, ihr werdet immer irgendwo eine Möglichkeit finden, in so einen Park zu gehen und da euer Sport zu absolvieren. Selbst unterwegs findet man sowas. Ich habe einmal zum Beispiel kurz vor Barcelona gestanden mit meinem Van und selbst da
habe ich direkt neben dem Calisthenics-Park gestanden und konnte meinen Sport einfach durchziehen. Bisher konnten wir alles machen, ohne wirklich Geld auszugeben. Jetzt komme ich zur nächsten Kategorie, Kategorie 4. Hier fängt es an, wo man, ich sage mal, kleines Geld ausgeben kann, um sich ein bisschen Trainingsequipment, ja, einfach dazu zu packen. Kleines Equipment, was überall in den Van reinpasst, was keinen Platz wegnimmt, was kein großes Gewicht ist und was es eigentlich, ich sag mal, für jede Brieftasche gibt. Angefangen zum Beispiel ein ganz einfaches Springseil. Also da kann man ja wirklich, gut, man kann natürlich viel Geld ausgeben für so ein Springseil, habe ich gesehen. Man kann bis zu 100 Euro und mehr ausgeben, muss nicht sein. Man kriegt ein Springseil auch schon für 6 Euro, 8 Euro, 10 Euro und man kann ganz einfach seinen Körper ordentlich pushen, gut fürs Herz-Kreislauf-System, um den Puls ein bisschen nach oben zu bringen oder um sich warm zu machen für andere Geschichten, für andere Sportaktionen, die man danach durchziehen möchte. So pusht man sich schon mal in den höheren Herzschlagbereich. Wem so ein einfaches Springseil nicht reicht, so wie mir zum Beispiel, der kann auch noch eine Stufe höher gehen. Und zwar gibt es dann noch sogenannte Power Ropes. Die sind dann halt ein bisschen schwerer. Die sind auch ein bisschen dicker, wenn wir das mal so im Vergleich haben. Einmal hier normales Springseil zu einem Power Rope. Und da sieht man schon, ein bisschen dicker, dementsprechend auch anderes Gewicht. 2,5 Kilo. Und wenn du damit Springseilen tust, ja, das merkst du ordentlich. Wirklich schön. Brustbereich oben, der Schultergürtel und man hat ordentlich was getan. Also das schon ein bisschen mehr als nur warm machen, wenn man das ordentlich durchzieht. Du verbrennst so viel Kalorien und wie du siehst, es verbraucht einfach nicht viel Platz. Das wird irgendwann hier wieder zack zurück ins Säckchen gepackt, irgendwo in eine Schublade, hinten in die Kiste wieder rein und gut ist. Und man ist immer relativ schnell dran und man kann es echt wirklich überall durchziehen. Und das Ding, das powert so richtig. Ja. Alles, was ich so hier habe, was ich gekauft habe, falls ihr Interesse haben solltet, ich packe das einfach wieder unten in die Videobeschreibung. Falls ihr Interesse habt, klickt gerne auf den Link, guckt, vielleicht ist es für euch ja das richtige Sportgerät mit dabei. Weitere Materialien, die deinen Sport ein bisschen unterstützen und die ganz einfach und auch nicht teuer sind, sind sogenannte, ja, Gummizugbänder. Da gibt es die auch in unterschiedlichen Varianten. Ich habe jetzt mal hier eins, was so ein bisschen aussieht wie ein Springseil, aber auch das hat schon ordentlich Zug, was man wirklich echt unterschiedlich verwenden kann. Neben solchen Bändern gibt es natürlich auch solche Bänder. Hier finde ich halt sehr praktisch, dass es so ein Schlaufenband ist. Das heißt, ich habe unterschiedliche Schlaufen, sogar durchnummeriert. Wenn man so ein bisschen anfangen möchte für den Sport, dann ist das eine ganz gute Hilfe, weil man dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, seine Kraft so einschätzen kann und so ein bisschen Kontinuität reinbringt und sich dann aber auch leicht steigern kann. Das heißt, ich kann anfangen 1 und 8. Wirklich gehe ich weit auseinander. Ist natürlich ein bisschen leichter. Gehe ich natürlich ein bisschen enger auf 5. Dann muss ich natürlich schon wieder ein bisschen mehr Kraft aufbringen und habe ein bisschen mehr Spannung. Aber so ist es für den Laien natürlich auch ganz einfach zu merken. Sagt er, gut, heute mache ich 1 und 6. Pow. Morgen mache ich dann schon wieder 1 und 5. Nächste Woche bin ich schon wieder bei 1 und 4. Je nachdem, wie du die steigerst, hast du hier einfach die Möglichkeit mit einem ganz, ganz einfachen Gerät. Und man kann echt wirklich die unterschiedlichsten, ja, Übungen damit machen und somit auch unterschiedliche Muskelgruppen ansteuern. Ist egal, ob ich jetzt mit dem Bizeps anfange oder ob ich mit dem Trizeps gehe und dann von nach oben ziehe. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten und ja, teuer ist das auch nicht wirklich. Und wie ihr seht, handlicher geht es ja echt kaum. Nummer 6 unter den Trainingsgeräten kostet ein bisschen mehr, je nachdem, was man kauft. Aber ich muss dazu sagen, das ist einer meiner Top-Favorites-Trainingsgeräte. Und zwar sind das meine TRX-Bänder, sogenanntes Schlingentraining. Und man kann damit wirklich echt so viel machen. Und alles, was man braucht, ist einen Baum, eine Stange oder hier irgendwas am Auto, wo ich es dran befestigen kann. Und dann kann ich wirklich alles Mögliche machen. Und das Schöne ist, ich kann die Intensität variieren, indem ich meine Position zum Gerät ganz einfach verändere. Stehe ich dichter dran? Bei manchen Übungen ist es wieder leichter, ist die Intensität nicht zu hoch. Gehe ich wieder weiter weg, vergrößere ich den Winkel hier und da, ist es wieder ein bisschen schwieriger. Die Intensität wird erhöht und ich habe wieder einen viel krasseren Push dann. Und also das ist
Für mich, muss ich zugeben, eine der genialsten Erfindungen, kleines Packmaß. Ich kann es wieder überall mit hinnehmen. Und da muss ich dazu sagen, das ist ein Gerät, das habe ich auch immer mit dabei, wenn ich wieder aufs Schiff zum Arbeiten gehe, weil das kann man überall machen. Selbst auf dem Schiff, wo ich eigentlich ein Fitnesscenter habe, wo ich auch hingehe und es nutze, nutze ich sehr oft das im Zimmer oben in die Tür gespannt. Und ich kann loslegen mit meinen Aufgaben. Und also, ja, für mich wirklich eins der Top-Geräte. Also, wer das erfunden hat, muss ich zugeben, genialer Typ. Also, das hat sich mehr als gelohnt. Und ja, also, falls ihr es noch nicht probiert habt, solltet ihr das auf jeden Fall mal probieren. Gibt es hier und da, falls ihr irgendwo im Fitnesscenter angemeldet seid, auch direkt als Kurse, so mit mehreren Leuten. Das heißt, man kann da gerne mal reinschnuppern und gucken. Und vielleicht ist es ja genau das Richtige für dich. Variante Nummer 7, Sport zu machen, auch wieder eins meiner Favorites, sind sogenannte Online-Kurse oder Sportvideos. Und ganz im Ernst, da gibt es so viel, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. YouTube, andere Seiten, Fitnessseiten, die mittlerweile Online-Kurse anbieten. Also da sollte für jeden was dabei sein. Eins meiner Favorites, was ich super gerne mache, das sind Kurse von Les Mills. Da geht es um Kampfsportelemente nach Musik. Das heißt, es gibt wirklich schön hier Jabs und Kicks und alles, was man so hammert. Und man kann sich so richtig auspowern. Das Schöne ist, ich kann es locker machen. Ich kann es natürlich auch richtig pushen. Und dementsprechend kann ich auch verbrennen. Und wenn ich eine Stunde mache, so einen Kurs, habe ich locker 900 Kilokalorien verbrannt. Und das ist schon mal ganz ordentlich. Und es macht ja Spaß dabei. Also, was will man mehr? Les Mills kostet natürlich Geld. Man kommt nicht so einfach an diese Kurse ran. Entweder man macht sie mit, irgendwo im Fitnesscenter. Oder, was ich halt gesehen habe, der Vorteil ist nämlich, dass die Leute, die Trainer sind bei Les Mills, die müssen ja regelmäßig ihre Kurse auffrischen, ansonsten verlieren sie ihre Lizenz. Und dazu gehört ebenfalls, dass man eine Trainingseinheit, was so in der Regel ja eine Stunde geht, aufzeichnet, um das einzusenden. Sprich, dass Les Mills, die Verantwortlichen, sich das anschauen können, um deine Lizenz zu verlängern. Und die Leute stellen ihre Kurse, die sie geben, so oft bei YouTube rein. Also man kann bei YouTube wirklich nach diesen Kursen gucken und man kann da einfach mitmachen. Das macht super Spaß. Ein weiteres, was ich hier ansprechen möchte, sind Fitness-YouTuber. Es gibt so viele und einen, den selbst ich mir angucke, muss ich zugeben, weil ich feiere ihn einfach, ist Sascha Huber. Props gehen raus. Sascha, mega geiler Kanal, super geile Kurse, die dort angeboten werden und wirklich für jeden. Es kostet nichts. Und das ist nicht so leicht zu finden, Leute. Ganz im Ernst. Erstmal jemanden zu finden, der euch das ganze Repertoire kostenlos anbietet, das ist schon enorm aller Ehren wert, denn in der Regel macht man damit natürlich viel Geld. Trainingspläne, Kurse, wirklich alles. Aber auf dem Kanal von Sascha Huber einfach vorbeigehen und ihr wirklich, ihr findet alles, ob ihr was für einen Bauch machen wollt, ob ihr was für die Arme machen wollt, ob ihr heute einen Beintag machen wollt oder ob ihr einfach ein schönes HIIT-Workout machen wollt, um euch richtig auszupushen, auszupowern. Also wirklich, da ist alles mit dabei und selbst ich habe das schon gemacht, weil das geht einfach unterwegs überall. Ich stelle mir meinen Rechner hier an die Seite schön hin, bereite mich draußen vor, suche mir einen schönen Platz und dann geht's los. Dann wird es einfach gemacht, durchgezogen und wie gesagt, und man fühlt sich danach einfach mega geil. Und wirklich, also Internet hat nun mal jeder, nachgucken kann jeder, man braucht nicht wieder viel Platz, man kann einfach mitmachen, man muss dafür kein Geld ausgeben und es gibt einfach keine Ausreden mehr. Ja, und wo ich schon mal an der Stelle bin bei Sascha Huber, in der Regel mache ich nicht viel Werbung, ihr wisst, ihr kennt mich, sondern nur von Sachen, die mich überzeugen. Neben dem Sport ist natürlich auch die Ernährung so ein wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Man kann sich überall gesund ernähren. Ich kann euch dazu jetzt hier nicht ganz so viel sagen. Ich bin jetzt kein Ernährungscoach. Ich weiß, wie ich mich ordentlich ernähren kann. Auch dazu findet ihr sehr viel im Internet. Paulina zum Beispiel hat jetzt ein Buch rausgebracht, was sehr, sehr cool ist. Auch hier gehen Grüße raus an Paulina. Richtig geile Arbeit. Und wenn ihr euch gesund ernähren wollt mit regionalen und saisonalen Produkten, sprich Produkte, die ihr quasi jetzt in dieser Saison findet, die ihr bei euch zu Hause um die Ecke findet und daraus richtig geiles und gesundes Essen machen wollt, dann ist das für euch genau das Richtige. Also schaut mal gern auf den Seiten von den Beinen von Paulina und vom Sascha vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht. Ein weiterer Kanal, Oscar the Explorer, genauso. Auch da wurde ein Buch rausgegeben zum Thema Essen unterwegs. Was kann man sich einfach kochen, wenn man im Van lebt? Also
Wie gesagt, es gibt keine Ausreden. Reingucken, nachkochen und sich gesund ernähren. Wer auf Nahrungsergänzungsmittel steht, wer das noch ein bisschen unterstützen möchte, mit einem Eiweißshake vielleicht, oder wer Trainingsbekleidung kaufen möchte und da vielleicht eine höhere Qualität haben möchte, auch da gebe ich zu, ein bisschen Werbung. Process. Ich kenne es auch über einen Sascha. Sascha regelt, Sascha hat da seinen Code und ich bestelle meine Sachen wirklich nur darüber. Und dann habe ich da wirklich, da kriegt man alles, was man so braucht, ohne Mist. Ich habe halt immer wirklich mein Eiweißshake und schön weiße Schokolade. Die Dinger schmecken halt wirklich echt, echt richtig geil. Hab hier Peanut Butter Kokosnuss schön als Brotaufstrich. Habe ich gratis dazu bekommen. Ein weiteres weiße Schokolade gratis dazu bekommen. Zwei Riegel gratis dazu bekommen. Hab mir noch ein Trainingshandtuch bestellt. Also ganz im Ernst, das ist gute Qualität. Denn ich muss nämlich sagen, ich habe so viele Eiweißshakes ausprobiert. Klar, man probiert jetzt die günstigen aus, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will. Verstehe ich auch voll und ganz. Aber ganz im Ernst, irgendwann kann man dieses Vanille und Schoko einfach nicht mehr sehen und schmecken. Es schmeckt mir dann irgendwann nicht mehr. Ne? Man kann es ja mit Milch, mit Wasser trinken. Mit Wasser ist es irgendwann widerlich. Und bei Process habe ich so geile Sachen gefunden. Das Geilste, was ich gefunden habe, muss ich zugeben, war Apfelzimt. Das schmeckt selbst mit Wasser richtig, richtig geil. Deswegen, also ich bestelle nur noch da. Falls du es noch nicht probiert hast, wie gesagt, geh beim Sascha. Der hat da seinen Code und da hast du noch was davon. Und kann ich nur empfehlen. Wir sind schon bei Nummer 8 angekommen und Nummer 8 ist auch wieder eine ganz einfache Sache. Laufen. Geh raus, laufen. Ganz einfach. Ich weiß, man muss den inneren Schweinehund überwinden, aber ganz wirklich. Also Sportsachen und Schuhe hat jeder, seine Füße hat sowieso jeder und du kannst dein Tempo selbst variieren. Ob du gemütlich gehst, ob du walkst oder ob du wirklich läufst. Du kannst es wieder einteilen. In Intervallläufen, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Du hast wirklich alle Möglichkeiten. Du kannst die Landschaft genießen. Es gibt eigentlich fast nichts Schöneres für das Herz-Kreislauf-System, für deine Beinmuskulatur, alles, als laufen zu gehen. Wer noch so ein bisschen den Wettkampfgedanken hat, ich kenne das. Manche sagen sich ja, ja, einfach laufen ist mir zu langweilig. Manche brauchen vielleicht den Wettkampf. Es gibt eine Seite, Virtual Runners. An dieser Stelle muss ich leider einmal kurz dazwischen grätschen, denn leider habe ich ein paar Tage nach dem Dreh erst bemerkt, als ich wieder auf die Seite von Virtual Runners gegangen bin, dass dieses schöne, dieses gute Unternehmen leider ja, Konkurs anmelden musste. Und zwar alles aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage. Ja. Dementsprechend ist das Unternehmen ja, in Insolvenz und kann ihre Dienste traurigerweise nicht mehr anbieten und ich finde das super schade. Also ich hoffe einfach, dass dieses Unternehmen wieder irgendwann wieder auf die Beine kommen und wieder durchstarten kann. Also von mir beste Wünsche gehen raus und ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Schnürt euch einfach die Schuhe, geht raus und lauft. Nummer 9, der vorletzte Punkt ist Yoga. Zugegeben, dazu kann ich euch nicht so viel sagen, weil ich mache kein Yoga. Geht wahrscheinlich einigen von euch da draußen nur, die sagen, ah, Yoga ist so gar nicht meins. Muss es ja auch nicht. Aber meine Tipps sind ja für Männer und Frauen, für groß und klein, für jung und alt gleichermaßen. Ihr sucht euch einfach das raus, was euch am besten gefällt. Und Yoga ist für viele eine richtig gute Alternative. Alles, was du brauchst, ist eine Yogamatte. Hier und da so ein Klotz, so ein Baustein, wo man sich gut dran festhalten kann, um bestimmte Übungen durchzuführen. Aber auch dazu findet ihr sehr viel im Internet über bestimmte Seiten oder ihr guckt einfach bei YouTube. Auch da gibt es wieder Videos von Leuten, die euch das vorführen. Ihr müsst es nur nachmachen. Ganz, ganz einfach. Und der 10. und letzte Punkt, bevor ich zu meinen Favoriten komme, die ich euch auch noch so mit auf den Weg gehen möchte, sind sogenannte Trainings-Apps. Also es gibt für jedes, für alles, für jede Kleinigkeit heutzutage ja auch eine App. Auch fürs Training. Natürlich muss man da immer so ein bisschen gucken, was ist gut, was ist schlecht. Die meisten Sachen sind ja erstmal kostenlos. Man kann erstmal reinschauen, man kann es probieren. Das entscheidet halt jeder für sich selber. Ob man dann dafür noch Geld ausgeben möchte, dass man sagt, okay, ich mache da so ein Abo für, keine Ahnung, was die Dinger kosten, 2 Euro, 2,50, 3 für einen Monat. Oder man kauft sich halt einmalig eine App, um wirklich da seinen Trainingsplan zu machen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Ist nicht so leicht, da vielleicht das Richtige für einen rauszufinden, weil dieses Angebot natürlich riesig ist. Aber wenn man Interesse dafür hat und sich damit beschäftigt, dann wird man auch ganz einfach für sich genau das Richtige finden. Abschließend kommen wir nun zu den Sachen, die mir persönlich am besten gefallen, was meine Favoriten sind und was ich einfach regelmäßig mache. Aber bevor ich darauf eingehe,
Hoffe ich, dir hat dieses Video gefallen bis hierhin. Falls ja, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und falls du mehr erfahren möchtest über das Vanlife und alles, was für mich dazugehört, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, denn damit kannst du mich kostenlos und ganz einfach unterstützen. Und ja, ich freue mich darüber. Aber nun geht's zu meinen Favoriten von den Sachen, die ich euch vorgestellt habe. Nummer 1, was ich wirklich echt richtig, richtig gerne mache, weil man einfach so viel machen kann, das ist einfach das TRX. Das ist das, was ich liebe, weil es einfach überall geht und ich so viele Muskelgruppen in meinem Körper damit ansteuern kann. Nummer 2 ist das Power Rope. Es ist einfach und es bringt mich echt wirklich so richtig zum Schwitzen und es ist jetzt auch nicht viel an Gepäck, was man mitschleppt. Und Nummer 3 ist dann das Laufen. Manchmal ist es einfach nur schön, rauszugehen, Musik ins Ohr und einfach zu laufen, die Natur zu genießen. Wenn man es über Virtual Runners oder sowas macht, dann halt noch für den guten Zweck was tut. Also besser geht's echt nicht. Ihr könnt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so macht, um euch fit zu halten, was ihr so für einen Sport macht. War vielleicht für euch was dabei, was ihr noch gar nicht auf dem Schirm habt? Schreibt mir das gerne unten rein, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Ihr wisst Bescheid, immer schön in Bewegung bleiben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.